Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer EAFC 24 HSV-Karriere. Wir sind weiter mittendrin in der Sommertransferphase der Saison 2031-2032. Es ist verrückt und wird immer verrückter, in welchen Sphären wir hier in der Zukunft mittlerweile unterwegs sind. Und der HSV, er will endlich wieder nach Europa. Und dafür soll heute die Basis weiterhin gelegt werden. In der letzten Folge haben wir bereits mit Schneider und Carmona zwei Transfers getätigt, haben eine Veränderung auf der Torhüterposition hinnehmen müssen, denn Tobias ist zu Real Madrid gewechselt. Schäfer, ein Mann aus der Jugend, wird ihn ersetzen und dessen Nachfolger werden. Und heute soll es weitere Transfers geben. Lasst wie immer sehr, sehr gerne zum Start in die neue Folge einen Daumen nach oben da. Aktuell kommt die HSV-Karriere ja leider nicht so regelmäßig, aber ich glaube trotzdem, dass jedes Mal, wenn sie kommt, das für alle eine sehr, sehr coole neue Folge ist, und heute soll es auch wieder sehr cool werden. Und wenn ihr es supportet, dann supportet ihr auch, dass ja dieses Projekt weiterhin so cool ist. Gerne auch Abo und Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt hier auf dem Kanal in Sachen Karrieremodus, sowohl in F1 als auch in EAFC. Und dann natürlich Kommentare schreiben. Das ist das Allerwichtigste, denn eure Meinung ist mir ja sehr, sehr wichtig. Und nach der habe ich auch in der letzten Folge wieder mal gefragt. So, und da ging es nämlich um den Alem Kovacevic. Vor einem Jahr haben wir den erst verpflichtet als weitere Option auf dem Flügel. Mittlerweile hat der Mann kein einziges Tor für uns geschossen. Eine einzige Vorlage oder so ist bei rumgekommen und einen Wechsel gefordert. Und ihr habt gesagt, ja, es ist eigentlich auch voll okay, mal einen Spieler zu haben, der tatsächlich mit Transfer minus den Verein verlässt. Ich weiß, es ist eigentlich unmöglich in EAFC das zu schaffen, vor allem bei einem so jungen Spieler. Wir haben es geschafft, hey, stark, haben es tatsächlich geschafft, diese Karriere realistisch zu gestalten. Und ihr habt gesagt, ja, er soll gehen, er soll zu Mainz gehen, die sind ja auch Aufsteiger, das passt ganz gut. Und deshalb nehmen wir das an und jetzt liegt es an ihm und Mainz 05, ob es zu diesem Transfer kommt. Und dann habe ich euch gefragt, wie wollen wir denn, ja, den guten Kovacevic dann ersetzen? Sollen wir einen Stürmer holen, sollen wir einen Stürmer und Flügelspieler holen oder sollen wir, ja, einen Spieler holen, der beides auf einmal spielen kann? Damien Groß war da einer der Vorschläge, den ich euch geliefert habe. Den fandet ihr auch durchaus interessant, hatte ich das Gefühl, weil er eben auch durchaus auf links spielen kann. Aber ich glaube, ihr hättet auch durchaus Interesse daran, einen Spieler zu holen, der sowohl oder zwei Spieler einfach zu holen. Sagen wir es, wie es am einfachsten ist, einfach zwei Spieler zu holen, einen für links und einen für den Sturm. Groß wäre, wie gesagt, einer für den Sturm, eventuell aber auch ein bisschen zu gut, wenn wir dann wirklich zwei Spieler holen wollen. Auch ganz interessant fandet ihr den guten Ishigawa, ein Name, der auf diesem Kanal durchaus eine Tradition hat. Der Japaner wäre auf jeden Fall auch eine Option für einen Stürmer, der aber auch hybridmäßig vorne links spielen könnte. Also auch da wart ihr durchaus interessiert dran. Aber es gab noch einen weiteren Kommentar, der einen interessanten Vorschlag hatte, und zwar, dass wir doch mal bei den großen Top-Teams in Europa gucken sollen, ob wir nicht mal wieder einen Spieler ausleihen können. Das haben wir ja vor vielen, vielen Jahren schon mal mit einem Spieler von Arsenal getan. War auch ganz erfolgreich damals, und wieso nicht nochmal? Deshalb habe ich einige Spieler jetzt nochmal zum Scouten rausgesucht, und ja, wir werden deshalb ein bisschen auf Zeit spielen, höchstwahrscheinlich in dieser Folge, was das Thema Flügel und Stürmer angeht. Noch immer sind wir aber nicht durch mit euren Transfervorschlägen und weiteren Kommentaren, denn auch bemängelt wurde, dass wir mittlerweile doch echt einige Jugendspieler haben. Zwei haben wir jetzt schon verliehen und da sind auch noch einige, die wir verleihen wollen. Und ich finde, das ist eigentlich echt ein Argument, weil ich will es da echt nicht immer übertreiben. Deshalb werden wir bei Leon Wagner eine weitere Rolle rückwärts machen. Da war er erst auf der Transferliste, dann auf der Leihliste, jetzt soll er wieder auf die Transferliste, hat sowieso kein großes Potenzial. Und deshalb höchstwahrscheinlich zumindest, man weiß es nicht, weil er hat noch keine 60, aber es wäre ein Spiel, auf den wir, glaube ich, verzichten können, da wir auf dem Flügel durchaus auch schon Talente haben. Mohamed ist zwar ein Zehner, aber mal gucken, der könnte sich auch noch auf dem Flügel entwickeln. Hong ist auf jeden Fall jemand, der eher auf dem Flügel zu Hause sein wird. Und dann haben wir bereits auch einen, na, wo ist er denn, unser Brasilianer, der gute Miranda. Also Danielsen soll ja auch verkauft werden, aber ich finde es immer ganz gut, wenn ihr da auch ein Auge für habt, weil ich will es auch wirklich nicht übertreiben. Wir haben schon in vielen
FIFA und da kriegst du immer viele gute Jugendspieler. Wir haben da ja schon so ein paar Mechanismen, wie wir das Ganze ein bisschen runterregeln, aber ich finde das gut, wenn ihr das auch sagt und dieser eine Jugendspieler jetzt mehr oder weniger wird den Braten nicht fett machen, deshalb entscheide ich mich für ein weniger. Achso, und dann bin ich von ganz, ganz vielen Spielern, die erstellt wurden, die Schuhe durchgegangen in der ersten Mannschaft und habe dort mich dazu entschlossen, ja, da auch mal ein bisschen abzugraden. Jetzt muss ich hier mal gucken, das sind auch noch, glaube ich, EA-Schuhe, da muss ich bei Schneider auf jeden Fall auch nochmal ran, bei unserem französischen Neuzugang, aber sonst habe ich es größtenteils gemacht und ich habe mich jetzt festgelegt, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch nicht mehr gezeigt, ich habe Peter Graf umtrainiert zum LV. Allerdings kann ich auch Entwarnung geben, sollte er, und ich glaube, seine Zukunft wird weiter in der IV sein, dann können wir ihn auch noch easy dorthin umtrainieren. Und er hat auch noch einen Entwicklungsplan bekommen, den hat er sich nach der letzten Saison nämlich auch noch verdient. Also auch nur, dass ihr da auf dem neuesten Stand seid. Und da wir, wie gesagt, bei ein paar Positionen jetzt erstmal ein bisschen auf Zeit spielen, geht es erstmal ein bisschen in die Simulation. Köhler wird verliehen. Es gibt ein Transferangebot für Norders, der ja eine überragende Saison gespielt hat. Wenn ein absoluter Top-Verein kommen würde, müssen wir darüber reden. Bei Lugano oder was das jetzt war, Lugano heißen die, ich glaube Schweiz, kann es auch völlig falsch sein, müssen wir nicht drüber reden. Kovacevic ist ja mit Mainz in Verhandlungen, ich warte da jetzt bei Celtic mal ab, wir würden 1-2 Millionen da mehr rausbekommen, aber wir haben ein Festgeldkonto von 450 Millionen hier beim HSV, was ja auch völlig unrealistisch ist, aber gut, das kommt davon, wenn man halt in FIFA ein paar Spieler ganz gut entwickelt. Deshalb ist mir das jetzt nicht so wichtig. Vogt, der soll ja verliehen werden, nicht verkauft an Brentford. Und bei Hong haben wir eine Übereinkunft. Und da gibt es auch direkt die Bestätigung, Vogt zu Darmstadt, sehr, sehr geiler Transfer zum Bundesliga-Absteiger in die zweite Liga. Das passt richtig gut. Ein Angebot für Oliveira, mit dem haben wir ja am Ende der letzten Saison noch den Vertrag verlängert. Deshalb ist das kein Thema. Er soll als Backup hier weiter im Verein bleiben. Und es geht weiter mit den Abgängen. Jetzt ein Fixer. Danielsen wird verkauft und kommt gleich auf die Liste, weil wir ja verkaufte Jugendspieler ja immer beobachten wollen. Okay, und Karl Bauer rückt auch immer weiter in den Fokus. Größerer Vereine, unser junger Rechtsverteidiger mit dem Angebot aus England von Fulham. Kein Thema für uns. Simonsen mit dem Leihangebot, auch das kein Thema. Was aber auch Thema ist und auch in den Kommentaren ein leichtes Thema schon war, wir haben da ja so eine Kaderposition, die sehr dicht besetzt ist, und zwar die zentral-offensive Position, wo wir einerseits Simonsen, ein 19-jähriges Talent haben, dann aber auch zwei sehr verdiente Spieler mit Fraulo, 27, und Samoa, Kapitän, in Abwesenheit von David, der ja ein Kreuzbandriss hat, der ist 29, aber wir haben halt nur zwei Positionen aktuell in unserem System, deshalb könnt ihr euch da auch gerne mal Gedanken machen, wie wir das lösen wollen, ob wir irgendwie die Formation nochmal anpassen können, ob einer von den dreien auf dem Flügel ausweichen müsste. Ich tue mich da sehr schwer. Simonsen haben wir auf dem Flügel schon ausprobiert, war im Zentrum deutlich, deutlich besser. Am ehesten würde ich da fast noch Fraulo sehen. Samoa hat das halt früher schon mal gespielt, Flügel, deshalb nicht ganz ungewohnt für ihn, aber ja, es ist nicht so ganz leicht. Gerne da mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und auch gerne, wenn wir bei dieser Formation bleiben, wozu ich ganz klar tendiere, auf welche zwei Spieler ihr setzen würdet. Würdet ihr tatsächlich die Legende Samoa rausrotieren, weil Fraulo hat die bessere letzte Saison gespielt, muss man einfach sagen, und auf Simonsen als Talent möchte ich eigentlich komplett setzen. Ist, wie ich finde, wirklich nicht einfach. Vincent Müller, das wird die Zukunft irgendwann im Tor sein, wenn Schäfer mal den nächsten Schritt gemacht hat irgendwann, aber jetzt ist ja erstmal Schäfer ganz frisch im Tor. Der wird aber erstmal verliehen, der gute Müller. Und auch ein geiles Angebot für Miranda. Düsseldorf würde ich auch sehr, sehr gerne machen. Interesse an Zivkovic, der wurde auch in den Kommentaren erwähnt. Deshalb zeige ich das hier mal. 30 Millionen, das sind Summen, die ich aktuell nicht bereit bin auszugeben, solange wir nicht international spielen. Ja, und dann ist es der nächste größere Abgang. Kovacevic nur ein einziges Jahr beim HSV. Auf eigenen Wunsch verlässt er ihn jetzt dann auch nur nach diesem einen sehr unglücklich gelaufenem Jahr. Es geht für ihn weiter in Deutschland, allerdings bei Mainz 05. Und auch Hong wird verliehen an Southampton. Boah, und jetzt werden wir langsam hier vor eine Frage gestellt. Damien Groß hat nämlich ein Angebot. Da muss man schon drüber nachdenken, weil den fand ich ja wirklich interessant. Ihr fandet ihn auch interessant. Ich tendiere aktuell aber so ein bisschen zur Zwei-Spieler-Lösung und da finde ich Damien Groß dann wieder zu gut, weil wenn er nur Backup für Norders im Sturm sein sollte, dann ja, wird er nicht auf die nötige Spielzeit kommen. 12 Millionen für einen Backup-Spieler bin ich auch dann nicht bereit zu zahlen.
Weshalb ich glaube, dass wir dort erstmal aus dem Rennen raus sind für den Moment. Währenddessen wird Kovacevic bei Mainz jetzt also vorgestellt. Ja, ein junger Spieler mit Transferminus zu verkaufen, das ist wirklich super selten. Aber ich finde es realistisch, weil er hat wirklich keine gute Saison gespielt. Ihr wart auch d'accord damit, also ich glaube, am Ende sind alle zufrieden. Ja, unsere Abgänge, die neigen sich langsam dem Ende. Mohamed wird jetzt auch noch verliehen. Und wir dürfen uns ein Testspielturnier aussuchen. Und ich würde ganz gerne mal ein krasses mitnehmen. Sonst bin ich häufig jemand, der eher ein bisschen leichtere Gegner mitnimmt. Aber ich würde gerne mal hier das krasse Turnier mitnehmen. Wir sind nicht international dabei, haben das internationale Geschäft aber nur hauchzart verpasst auf Platz 7 liegend. Nur weil das falsche Team den Pokal gewonnen hat. Deshalb würde ich trotzdem gegen Teams aus internationalen Fußball spielen und deshalb nehmen wir hier den European International Cup. Denke aber, wir werden davon jetzt keine Spiele heute selbst spielen, weil ich würde lieber transfertechnisch noch vorankommen und den Saisonauftakt gegen die Kölner bestreiten. Ein letzter Abgang noch, bevor es reingeht in die Vorbereitung. Miranda, auch in Liga 2 zu Düsseldorf, finde ich auch sehr, sehr gut. Währenddessen kommen ein paar Angebote für Peter Graf auch rein, aber auch da werden wir den Riegel natürlich davor schieben. Ein so tolles Talent, der wird irgendwann gehen und dann zu einem Top-Verein. Währenddessen mal kurz das Internationale ist. Hier der, ja, ihr wisst alle von wem, was der Region ist. Sagen wir es einfach nicht, weil das Team einfach überhaupt nicht passt. Aber der könnte in die Bundesliga kommen, zu den Bayern. Und ich finde, das ist ein Spieler, der hat absolut Flair. Würde ich sehr gerne auch hier in der Bundesliga sehen. Mir fällt ehrlich gesagt jetzt gerade erst auf, dass wir eigentlich gar kein Backup für Kang haben, ne? Also, weil in die letzte Saison sind wir ja mit Simonsen und Kang auf dem rechten Flügel gegangen. Aber jetzt haben wir da eigentlich gar keinen Ersatz mehr. Also, ja, das spricht nochmal mehr dafür, dass wir zwei Spieler auf jeden Fall noch holen werden für die Offensive. Ein Stürmer, ein Flügelspieler. Ja, im Notfall, wenn sich Kang verletzen sollte, müsste dann wahrscheinlich Simonsen auf die Position rücken. Das könnte man machen. Jetzt für die Vorbereitung ist dieser Wagner, den wir einfach nicht verkauft bekommen aktuell, jetzt mal in den Kader reingerutscht, weil wir sonst gar keinen Flügelspieler haben. Aber gut, in der Vorbereitung ist das, glaube ich, okay. Das erste Spiel gleich mal gegen Everton. Was haben die für eine Mannschaft? Diesen Weber, kennen wir den? Werde ich mir auf jeden Fall sonst nochmal angucken. Bamba, unser Ex-Spieler, den kennen wir in jedem Falle. Und damit gehen wir rein gegen die Toffees. Und es ist ein 3:3. Let's go. Simonsen ist fürs nächste Spiel auf jeden Fall erstmal gesperrt. Samoa, Kang mit dem Doppelpack. Ist gut. Und ja, wir machen erstmal so weiter. Auch die deutschen Vereine haben immer mehr Bauer auf dem Fokus. Wolfsburg, ja auch kein schlechter Verein hier in der Karriere. Aber nein, und natürlich werden wir Schäfer nicht verleihen an den Zweitligisten aus Hertha, aus Berlin. Die sind ja auch gerade erst abgestiegen. Zweites Testspiel. Im Vergleich zum ersten Spiel werden wir etwas rotieren. Gegen Bissek spielen wir natürlich deutscher, vielleicht hier ja sogar Nationalspieler. Ja, wir rotieren etwas mehr sogar. Sogar Wagner kriegt seine Chance auf der linken Seite. Vielleicht kann er ja überzeugen. Macht jetzt, glaube ich, kein Tor, aber vielleicht auch eine Vorlage auf Kang. Was sagen die Werte? 5,9 jetzt nicht überragend. Wir spielen erneut unentschieden und Kang schießt sich so richtig in Form. So, der scheint nach seiner kranken Rückrunde schon wieder richtig heiß auf die neue Saison zu sein und die Scouting-Berichte sind da, heißt jetzt können Entscheidungen getroffen werden. Alle wurden jetzt leider dann doch noch nicht gescoutet, also ich will noch keine Entscheidung treffen, wir nehmen uns da echt die Zeit. Oh, interessantes Angebot für Samoa, ja, aber ich mache einen Riegel davor, nicht interessant genug, also ja, vielleicht kommt irgendwann nochmal der Tag, wo er geht, aber nee. Roma reicht mir nicht. Roma reicht mir einfach nicht. Und das endlich ein Angebot für Wagner. Konnte jetzt in der Vorbereitung auch nicht so überzeugen. Deshalb würde ich den schon gerne nach wie vor abgeben. Das machen wir hiermit dann hoffentlich. Gucken einmal schnell auf die Jugendmannschaft. Da haben wir ja aktuell die krassesten Talente erstmal rausgezogen. Die sollen verliehen werden. Deshalb jetzt hier aktuell, ja, nicht so das Megatalent, auf das ich mich jetzt in Zukunft freue. Die Innenverteidiger finde ich ganz interessant. Aus Österreich sowohl der Sommer als auch der Fritz, weil wir da einfach nicht so viele Jugendspieler haben. Ansonsten ist es ja auch, glaube ich, ein Ziel gewesen, dass wir weitere Verteidiger holen möchten. Deshalb gucken wir gleich mal uns hier den Uwe Zimmermann an. Bei den Verteidigern werde ich relativ viel mitnehmen. Ein Karl König aber nicht, weil der hat einfach gar kein Potenzial. Das lohnt sich dann auch nicht. Ja, und auch der Zimmermann mit dem Gesamtrating wird das auf jeden Fall schwierig, sich hier durchzusetzen. Ist schon Rechtsverteidiger, kann trotzdem nicht verteidigen. Einzige, was ich jetzt hier nochmal probieren würde, ihn zum IV trainieren. Ich will gar nicht, dass er auf die Position geht, sondern ich will vor allem, dass er defensiv Werte trainiert.
wird. Vielleicht wird dann ein ordentlicher Spieler aus ihm, aber so richtig viel Hoffnung habe ich da ehrlich gesagt nicht. Aber wie gesagt, ist auch ein Ziel, was wir erreichen wollen. Jobsicherheit ja auch immer eine Geschichte hier auf der Xbox, weshalb wir lieber da mal einen Verteidiger mehr mitnehmen als einen zu wenig. Letzter Test, Bergamo, der Gegner, geile Mannschaft, kann ich jetzt hier auf den ersten Blick schon sagen, sehr, sehr stark. Das wird richtig schwer, hier nochmal einen Unentschieden zu holen. Im Old Trafford spielen wir einfach Paul Will, Kapitän, alle Spieler, alle Feldspieler, die jetzt noch keinen Einsatz haben, werden ihn heute bekommen. Wir gehen rein und gewinnen sogar. Alter, Paul Will mit dem Tor, Kang trifft schon wieder, also der Mann hat 4 Tore in 3 Spielen hier in der Vorbereitung gemacht. Der Mann ist schon wieder so unfassbar heiß. Falls es jemand interessiert, werden damit übrigens Vierter im Vorbereitungsturnier. Ja, bei Leon Wagner kommt es dann erstmal zum Stillstand. Das ist natürlich auch nicht so schön. Also den werden wir weiter erstmal im Kader haben. Graf dafür natürlich auch. So, die nächste Ladung Scouting-Berichte ist da. Ich hoffe, jetzt sind alle wichtigen Spieler gescoutet. So, wir kommen dann ja zu meinen Ergebnissen. Und zwar werden wir uns bei Arsenal erstmal umgucken. Damals haben wir auch von Arsenal den guten Hofmann geliehen, damals junger deutscher Spieler. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt mittlerweile spielt, aber ja, wir würden es gerne wieder probieren. Den Nielsen werden wir logischerweise nicht leihen können. Unglaublicher Spieler. Aber den Angel Nieto würde ich mir gerne angucken. Ob es einfach funktioniert, keine Ahnung. Und sonst Uwe Braun, wieder ein deutscher junger Spieler bei Arsenal. Das würde ich mir auf jeden Fall gerne beides überlegen. Den Braun hätte ich so eher als zweite Option, aber ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass es bei dem überhaupt funktioniert. Genau, Verein hat da kein Interesse, kann ich auch verstehen. Nieto habe ich schon ein bisschen mehr Hoffnung, dass das funktionieren könnte. Oh ja. Ja, weil das ist natürlich ein Spieler, der jetzt bei Arsenal nicht unbedingt gesetzt ist und ich würde auch mit Kaufoption anfragen. Kaufoption heißt bei mir aber lange noch nicht, dass wir die auch ziehen werden. Sie nehmen das aber an mit Kaufoption. Das ist auch ein wichtiger Schritt. So, wir wollen natürlich ein Jahr und dann war sein Marktwert, glaube ich, ungefähr so bei 20 Millionen. Also ich würde den mal 20 Millionen dann gleich als Kaufoption bieten. Wir würden natürlich gerne auf ein 50-50 am Ende rauskommen bei dem Gehalt. Aber wenn sie 40-60 machen, dann wäre das uns auch okay. Ja, die englischen Vereine haben ja das Geld. So, und dann würde ich, wie gesagt, 20 Millionen jetzt mal bieten als, ja, Kaufoption. Ich glaube, sie werden da ein bisschen mehr noch haben wollen. Ja, so sieht's aus. 29. Ich glaube, dann haben wir eine gute Option, dass wir uns bei 27,5 treffen. Hier in den Live-Verhandlungen kann man ja immer nicht so viel rausholen, was ich auch okay finde. Denn das ist ein talentierter Junge. Okay, Arsenal. Damit habe ich jetzt aber auch irgendwie nicht gerechnet. Dann machen wir 28,5. Ich hoffe, es scheitert jetzt hier nicht. Ja, okay. Wir werden das dann jetzt hier annehmen, was sie uns da bieten. 28,6 sind es, lassen sich auch nicht mehr runterhandeln, ihr seht es an der Spannung und 8% Weiterverkaufsgebühr, das wäre ein absolut neuer Rekord für uns, aber heißt ja auch nicht, dass wir es ziehen und es heißt auch überhaupt nicht, dass der Spieler jetzt kommt, nur weil sich die Vereine jetzt hier einig sind. Aber die Basis dafür ist auf jeden Fall gegeben. Jetzt muss Angel Nieto sich entscheiden, der Paraguayer würde sehr, sehr gut bei uns auf den linken Flügel passen, ist ein Rechtsfuß, ist extrem schnell, er hat dribbelstark sowieso und deshalb ja, hätte ich den schon sehr, sehr gerne hier und ich fand euren Vorschlag mit einer Leihe und Kaufoption einfach auch sehr interessant, dass das wäre natürlich eine Kaufoption in der Summe, in der Höhe, die wir nur bei internationalem Fußball ja einfach einlösen könnten und dann muss fast schon Champions League Fußball bei rumkommen oder irgendein Spieler muss noch verkauft werden im nächsten Sommer, weil 30 Millionen, sagen wir jetzt mal circa 30 Millionen, das wäre ein neuer Rekordtransfer. Aktueller Rekordtransfer ist nämlich immer noch Simic, der ja schon lange nicht mehr bei uns spielt, jetzt dann seit vor einem Jahr haben wir ihn verkauft, auch nur nach einem Jahr, dass er bei uns war, aber 22,5 Millionen hat er trotzdem damals gekostet und dieser junge Mann hier, der könnte eines Tages an die 30 Millionen kosten, sollten wir tatsächlich die Kaufoption, die wie gesagt an einige Bedingungen geknüpft ist, am Ende der Saison ziehen. Aber jetzt freue ich mich erstmal sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen, unseren neuen Flügel. Die 9 wird er nicht bekommen, die 7 oder 11, ich glaube es wird die 7. Und ja, ich freue mich darauf und ich hoffe, ihr seid mit dieser Verstärkung zufrieden. Ja, so ein Leihspieler ist den Medien irgendwie nie einen Beitrag wert, aber es ist auf jeden Fall eine super Verstärkung. 79 im Gesamtrating, 21 Jahre jung. Jetzt erstmal ein paar Leihe hier am Start. Die Rückennummer 7 wird er von Jensen erben. Neue Schuhe hat er auch gleich noch von uns bekommen. Also ich bin richtig heiß auf den, freue mich, den hier vielleicht gleich schon im Saisonauftakt sehen zu können und bin jetzt sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Dass er eben die 9 hatte, bringt mich noch zu einem Thema und zwar wurde gefragt, ob Norders nicht die 9 bekommen könnte. Hätte er sich natürlich verdient nach der Saison, aber
Ich bin da immer so ein bisschen, ich finde es immer sehr geil, wenn Spieler so eine unique Nummer haben und das ist bei Norders einfach die 28, der steht so ein bisschen für diese Nummer, deshalb ein Stürmer mit der Nummer 9 siehst du überall immer wieder und wir werden garantiert nach, wenn Norders irgendwann hier mal nicht mehr die Nummer 1 im Sturm ist, wieder eine Nummer 9 finden, aber deshalb, ich finde es einfach geil, wenn jeder Spieler so mit seiner Rücknummer auch so eine gewisse Geschichte verkörpert, deshalb bin ich dafür, lasse Norders soll bei der 28 bleiben, aber da könnt ihr auch gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich würde auf dem Transfermarkt gleich nochmal zuschlagen, nämlich würde ich jetzt noch einen Stürmer holen wollen und habe da jemanden im Blick, der als Backup wirklich kommt und diese Rolle dann noch annehmen wird. Ein Groß, über den wir ja schon gesprochen haben, wäre für die Position einfach zu gut. Wir haben ja auch nur Doppelbelastung, keine Dreifachbelastung, Kaderrolle, Rotation, das ist genau das, was ich will. Daniel Klein soll von Schottland rüberkommen, zurück nach Deutschland, denn das ist ein Deutscher, hört man am Namen ja wahrscheinlich auch schon, für kleines Geld. 21 Jahre jung, ist ein Stürmertyp, den ich durchaus mag, ja, der hat nämlich eine gute Größe, 1,83 glaube ich, bringt trotzdem aber auch Tempo mit, ist ein Spieler, den ich durchaus auch für die Zukunft im Blick habe bei uns im Sturm. Norders ja auch schon 29, klar, ist für einen Stürmer jetzt auch kein Mega-Alter, aber nein, man sollte es auf jeden Fall im Blick haben, gehaltstechnisch, ja, ich biete ihm jetzt mal 15.000, ich wäre aber auch definitiv bereit, noch ein bisschen höher zu gehen, aber der verdient jetzt aktuell nicht die ganz großen Summen da drüben in Schottland, weshalb ich glaube, ja, 17.000, das passt sehr, sehr gut, dann würde ich hier den Bonus noch rausnehmen und wenn er dann noch ein bisschen mehr will, dann soll er es auch bekommen, aber er möchte nicht mehr. Wir haben unseren neuen Stürmer, zumindest als Backup. Und ich glaube, das ist auch ein Spieler, den ich euch schon gezeigt hatte in einer der letzten Folgen, dass ich den durchaus interessant finde, eben gerade dann, wenn wir uns dafür entscheiden, zwei Spieler zu holen, weil für den Flügel ist das jetzt keiner, aber wie gesagt, für Sturmzentrum kann das echt, ja, vielleicht auch so potenziell schon mal ein kleiner Norders-Nachfolger werden, aber keine Sorge, Norders soll natürlich noch viele Jahre hier für den HSV stürmen und ich würde ihm die Nummer 9 erstmal geben. Es sei denn, ihr sagt halt alle in den Kommentaren, Norders muss sie bekommen. Ja, keine Ahnung, auch dieser Transfer ist in den Medien irgendwie keine Erwähnung wert, obwohl wir jetzt hier gerade mal einen Transfer-Doppelschlag hingelegt haben. Daniel Klein und eben der gute Angel Nieto werden vorerst unsere letzten Transfers sein. Ich werde euch natürlich nochmal die Möglichkeit geben, eure Meinung da reinzuschreiben. Bin aber erstmal mit dem Kader zufrieden. Also der Wagner soll noch gehen. Der hat jetzt auch gerade noch ein Angebot bekommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Und dann muss ich jetzt hier mal schnell die Top 11 wieder zusammenbasteln. So, das wäre der aktuelle Kader, wenn heute Deadline Day wäre. Wir sind auf jeder Position eigentlich doppelt besetzt. Das Einzige, was fehlt, ist ein klares Backup für Kang. Ich muss aber auch sagen, wir haben Simonsen im Kader, wir haben Samoa, der der Notfall spielt, wir haben Nieto und auch Richter, die auch mal auf der anderen Seite spielen könnten und wir haben auch noch Rouge im Kader, der auch Linksfuß ist, den ich auch mal auf den Flügel setzen würde, deshalb wäre ich damit erstmal zufrieden, bin da aber auch bereit nochmal ins Scouting genauer reinzugehen, werde ich wahrscheinlich jetzt dann machen, dass falls ihr da unbedingt noch einen Spieler haben wollt, dass wir dann da auch noch eine Chance haben, jemanden zu holen. Tendenziell, weil wir eben nur Doppelbelastung, keine Dreifachbelastung haben, finde ich den Kader aber breit genug. Wagner soll noch gehen, David wird die komplette Hinrunde verletzungsbedingt fehlen und dann haben wir immer noch vier starke Reservespieler. Also ich find's echt gut. Ja, aber Wagner kriegen wir nicht verkauft, also das sieht echt ganz, ganz schwierig aus, obwohl der bei uns ja fast nichts verdient. Auch ein Angebot für Lund werden wir natürlich ablehnen, ist ja auch erst vor einem Jahr von Inter Mailand für günstigen Preis hier zu uns gekommen. Ich weiß gar nicht, hatten wir auch 12,5 Millionen, glaube ich, gezahlt. Ja, aber der soll natürlich bleiben, sowieso rechne ich aktuell mit keinem anderen Verkauf mehr, außer halt hoffentlich noch mit Wagner. Arsenal jetzt an Bauer dran. Das Gute ist, der hat noch langfristig Vertrag, wird sich hier weiter, glaube ich, die Spielpraxis auch nicht entgehen lassen wollen. Deshalb können wir das ablehnen, aber mit Arsenal haben wir gute Kontakte, also sollte da in ein paar Jahren nochmal was kommen, dann fände ich das nicht verkehrt. Hier übrigens dieser Nico Webe aus dem Vorbereitungsturnier, auch ein absoluter Macher bei Everton in der Innenverteidigung. Weiter auch Angebote für Norders, weiter aber nicht interessant genug. Und Arsenal scheppert ja mal richtig auf dem Transfermarkt. Fournier holen die sich. Das ist dieser, ja, verbuggte Benzema-Regen. Den gibt es gleich zweimal immer im Spiel, wenn ich mich nicht irre. Einmal hat ihn Chelsea und einmal hat ihn Arsenal. Das ist ja geil. Dafür geben sie Martinelli ab. Auch hier ein krasser Transfer. Ich wollte jetzt eigentlich nur gucken, ob dieser Wechsel, den ich euch gezeigt hatte, von Barca zu Bayern zustande gekommen ist. Scheinbar aber bis jetzt nicht. Nee, da sind die Transferverhandlungen leider gescheitert. Da müssen wir wohl mal wieder international ran, um so einen kranken Spieler wie den Knezevic hier mal zu sehen. Und es ist soweit. Es geht rein in den Saisonauftakt gegen die Kölner, die am letzten Jahr nur knapp dem Abstieg auf Platz 15 entspringen konnten. Hauge
Jens-Peter Hauge. Den haben sie auf jeden Fall neu, habe ich schon gesehen. Ansonsten gucken wir auch hier nochmal auf den restlichen Kader der Kölner. Und ich bin so heiß, jetzt reinzustarten mit der neuen Mannschaft, mit dem neuen Team auf Legende im ersten Spiel. Gleich mit 3 Neuzugängen. Erf Schneider in der Innenverteidigung, Carmona auf der 6, Nieto auf dem Flügel. Ansonsten haben wir auch noch Schäfer, den man ja durchaus auch als Neuzugang sehen kann. Also es wird richtig, richtig geil. Ich weiß gar nicht, spielt Schäfer diese Saison schon mit der Nummer 1? Ich glaube nicht. Ich glaube, das spielt mit der 36, 32, irgendwie so. Auch da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der diese Saison schon die 1 bekommen soll. Ich finde es eigentlich auch immer ganz cool, wenn man die sich erarbeiten muss. Und damit gehen wir rein gegen Köln zu Hause im Volkspark. Es wird hoffentlich ein Fußballfest zum Auftakt in die Saison 31-32. Es ist so crazy, wo wir hier in dieser Karriere angekommen sind. Aber das macht sie ja auch so einzigartig, das macht sie so toll, das macht sie so, ja, abwechslungsreich, das macht sie so anders als so viele andere Karrieren. Und damit geht es auch rein in eine neue Bundesliga-Saison. Ich freue mich drauf, neue Spieler, ja, alte Gesichter und so halbneue Gesichter wie den Schäfer hinten im Tor. Systematisch hat sich ja erstmal nichts verändert. Wir spielen weiter unser System mit der flachen Viererkette. Wer da Fragen hat, gerne mal in die Kommentare schreiben, was so die Ideen dahinter sind, weil ja für neue Zuschauer ja doch manchmal gar nicht so einfach zu verstehen, was wir hier taktisch auch vorhaben mit der flachen Viererkette. Das ist ja schon auch eine Sache, die ich versuche in den Karrieremodus immer wieder mit reinzubringen, taktische Ideen, bisschen was zu erklären, ja, auch nicht einfach nur drauf losspielen, sondern schon mit einem Plan. Und das ist bei uns eben seit, ja, ich glaube 1,5 Jahren die flache Viererkette. Jetzt müssen wir gleich mal aufpassen im Duell der Neuzugänge. Jens-Peter Hauge gegen Schneider, der Franzose, der von Darmstadt kam. Ja, kommt hier gleich mal nicht hinterher. Carmona, auch der ja von einem Absteiger Darmstadt, genauso wie auch die Hertha, abgestiegen. Und da kam der Carmona her. Und jetzt gibt es die erste Kontergelegenheit für den Mann, der so eine überragende Vorbereitung gespielt hat. Und das ist dann auch kein Wunder. Das ist dann auch kein Wunder, dass der hier trifft. 1-0, Yoon Jin Kang. Es ist sowieso die Geschichte der letzten Saison für mich. Seine Entwicklung vom No-Name, vom kompletten Flop. Ja, lustigerweise gab es bei ihm im letzten Jahr auch ein Angebot von Mainz. Damals waren die in der zweiten Liga zur Laie und ich war kurz davor, das anzunehmen. Ein Glück habe ich das nicht gemacht. Und ich erzähle die Geschichte immer wieder, aber es ist auch euer Verdienst, dass der Mann noch hier ist und so enorm gut ist. Also der Saisonstart nach 11 Minuten, er ist geglückt. Yoon Jin Kang zeigt seine Qualität. Jimenson, Nieto, die Leihgabe vom FC Arsenal mit Tempo unterwegs. Das ist jetzt ja schon unnachahmlich. Nur das. Ach, ja, kriegt ihn da auf dem falschen Fuß serviert, so mehr oder weniger. Ja, da fehlt natürlich noch ein bisschen das perfekte Timing untereinander. Aber dass dieser Nieto da auf dem Flügel zaubern kann, ich glaube, da sind wir uns alle sicher. Ja, Köln schon mit einem ganz guten Pressing. Also die stellen uns absolut hoch zu, versuchen dann die Ballgewinne uns bereits im Spielaufbau zuzufügen. Und das klappt durchaus immer wieder. Nieto jetzt mal dazwischen und vielleicht wieder eine Kontergelegenheit. Norders kriegt ihn auf Kang. Der wird dann umgetreten. Könnte man noch gelb geben, muss man jetzt aber auch nicht. Also Köln macht das nicht schlecht. Die lassen uns hier nicht unser Spiel aufziehen. Ja, es wird wohl mit dem 1-0 in die Pause gehen. Das war's hier. Ein unspektakulärer erster Durchgang. Beide Teams wollen vor allem das Fußballspielen hier verhindern, habe ich das Gefühl. Aber wir sind damit erstmal fein, denn wir führen mit 1-0, auch wenn es noch nicht gut ist. Erst 2 echte Chancen in diesem Spiel. Das eine war das Tor durch Kang, das andere war dann noch der Abschluss von Norders, wo er ihn leider nur auf dem rechten dann nicht mehr genug Druck hinterbekommen hat. Köln noch ohne einen einzigen Abschluss. Also mal gucken, was hier in Durchgang 2 so passiert. Ja, und die Kölner wechseln erstes Mal, nehmen, glaube ich, ihren Kapitän runter. Die brauchen natürlich jetzt hier einen frischen Impuls für die Offensive. Mit Diomande soll dieser jetzt kommen. Simonsen jetzt mal ein bisschen Platz auf Nieto auf der Außenbahn. Versucht immer wieder in die Mitte zu ziehen, sucht jetzt den frühen Abschluss. Wäre auch abseits dann gewesen, weil er da, glaube ich, den eigenen Mann abgeschossen hat. Als Sechser auch durchaus mit Kopfballspiel. Wieder Nieto über den Flügel. Verteidiger Nunez kommt dazu. Macht das sehr, sehr stark.
Irgendwie landet der Ball nochmal beim Paraguayer. Oh Köln. Also die geben hier wirklich eine gute Chance, dieses Spiel nochmal zu drehen. Aus der Hand, weil, ja, wir waren nicht gut. Wir hatten echt Probleme, uns Chancen herauszuspielen. Dann setzen wir hier zu dritt nach Lasse Norders, Simonsen und Nieto, der dann am Ende richtig steht. Und der zirkelt das Ding rein. Schöner Auftakt auch für die Leihgabe vom FC Arsenal. Direkt das Tor, auch wenn er noch nicht perfekt im Spiel ist. Trotzdem, ich bin natürlich zufrieden bei solchen aktuellen Spielstand. Und wir wechseln doppelt. Fraulo kommt für Simonsen, ebenso der Wechsel in der Innenverteidigung. Lund geht, Paul Will kommt. In der nächsten Folge werden wir dann übrigens gleich mal den Kracher gegen den Vizemeister aus Dortmund haben. Also das wird richtig schwer, aber auswärts sind wir ja ganz gerne auch mal als Underdog ja recht erfolgreich gewesen. Super von Carmona, ganz starker Zweikampf, der gefällt mir auch hier beim Debüt gleich richtig gut. Kang versucht dann durchzustecken auf Samoa, klappt nicht. Köln macht jetzt ein bisschen mehr die Räume auf. Dadurch haben wir gerade ein bisschen mehr Ballbesitzphasen auch in der Hälfte von Köln. Okay, ja, war das ein Torschuss? Ne, ich glaube der Verteidiger war nämlich dran. Zählt tatsächlich nicht als Torschuss, also Schäfer steht noch bei 0 Ballkontakten im Sinne einer Parade oder etwas dergleichen. Sehr entspannter Auftakt bis jetzt für unsere neue Nummer 1, auch wenn er hier die 35 trägt. Dann wechseln wir noch dreifach Klein, weiterer Neuzugang kommt damit rein, Puerta, Richter ebenso, Niento, Carmona und auch Norders haben Pause. Wir wollen jetzt die letzten Minuten hier noch sicher über die Bühne bringen, müssen dafür diese Ecke verteidigen, gelingt schon mal. Jetzt gibt es aber doch nochmal die Gelegenheit. Schneider, der ein überragendes Debüt gezeigt hat. Also von allen Neuzugängen war Schneider hier heute definitiv der, der mich am meisten überzeugen konnte direkt mal. Also dass wir den von Darmstadt für relativ kleines Geld am Ende dann doch geholt haben. Das ist, glaube ich, ein Riesentransfer. Und Schäfer zeigt auch nochmal, was er kann. Ah, ja, also wen das nicht aufregt, der hat den Fußball nie geliebt. Jetzt so ein Gegentor noch zu kassieren, wo Schäfer grandios hält, Obrador einen Linksfuß ihn sich dann aber nochmal auf rechts legt, dadurch Bauer komplett ins Leere rollen lässt. Ja, schade. Gibt's noch das Gegentor? Einfach unnötig. Ein Sieg mit nur einem Tor ist allerdings auch deutlich verdienter in diesem Spiel. Dennoch war es ein starker Auftakt, hat aber auch, finde ich, gut gezeigt, dass wir auf jeden Fall noch nicht fertig sind. Die Jungs müssen noch zueinander finden. Transfertechnisch sind wir, glaube ich, meiner Meinung nach durch, aber da seid ihr jetzt gefragt. Wir gucken auf die Tabelle nach dem ersten Spieltag. Die Bayern als amtierender Meister gleich mit einem Sieg gestartet. Ebenso Gladbach, Stuttgart, wir, Frankfurt und Schalke. Einige Unentschieden heißt das, unter anderem der BVB. Die sind unser nächster Gegner. Die haben unentschieden gegen Leipzig gespielt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst sehr, sehr gerne wieder mal einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo und Glocke aktivieren, um nichts dazu zu verpassen. Unbedingt Kommentare schreiben. Bewertet die bisher getätigten Transfers. Schreibt mir gerne in die Kommentare zu all den Themen, die ich gesagt habe. Und vor allem, ob wir jetzt noch in dieser letzten Woche Transferfenster noch was tun sollen. Ansonsten sehen wir uns, ja, mal gucken, wann noch immer wieder mit der HSV-Karriere. Ich hoffe, bald. Dann geht es gegen Dortmund, Wolfsburg steht an und mal gucken, was wir dann noch so schaffen. Die Transferphase, wie gesagt, ja auch noch mit dem Transfer Deadline Day. Also das wird spannend, das Abo lohnt sich hier auf dem Kanal auf jeden Fall. Daily Upload, sehr, sehr coole Projekte kommen. Transfer Guide, EM-Modus bald hoffentlich mit Deutschland, wenn da endlich das Kader-Update draußen ist. Formel 1 und natürlich auch die Karriere mit Real Madrid. Also Abo lohnt sich und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Dann bei Formel 1 oder so, ich weiß es nicht genau, ihr werdet es sehen. Macht es gut und ciao.